mit ihrem Manikati! Mani! Epicati! Sehr schön, Lennis. Danke. Ich hoffe, du hast zugeguckt, Eddiewood. Wieso macht man das richtig? So. Und weil sie es mächtig verkackt hat, ist Kent nun an der Reihe, diesen Bogenschützen niederzustrecken. Weil er es mächtig verkackt hat, meine ich. Sehr schön. Der kennt nix. Oh, Hector, gib da hin. Matthew. Die beiden Axtschwinger. Natürlich. Und die gute Heilerin. Auch immer sehr wichtig. Alles klar. Mal gucken. Hey du da! Lass mich hier raus! Was? Der Bruder des Markus von der Sitia ist den Reihen eurer Feinde. Lasst mich frei und ich helfe euch. Aber ich muss den Bruder haben. Ich habe mit dem Haus Usitia noch eine Rechnung zu begleichen. Denkst du, ich sei ein Narr? Du arbeitest für das Haus Talen. Deine Worte kann ich unmöglich vertrauen. Dann muss ich diese Tür einreißen und dich überrennen. Ihr habt Lucius als Geisel benutzt. Doch nun ist er hier bei mir. Nein, Lord Raven, ihr dürft ihn nicht. Ihr dürft eure Schuld gegenüber Markus Talen nicht vergessen. Halt den Mund, Lucius! Du hältst mich für einen Narren, doch du verstehst gar nichts. Wie steht's? Nun gut, du, komm raus. Doch vergiss nicht, verrätst du uns, muss deine Gefährte sterben. Ich verstehe. Doch merke dir, wenn dies geschieht, ereilt dich der Tod als nächstes. Wartet! Ihr könnt nicht alleine gehen. Es ist viel zu gefährlich. Lucius, bitte bleib hier und verhalte dich ruhig. Ich komme zurück, um dich zu holen. Lord Raven. Na, ob das was wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben die hier sehr viele Bogenschützen. Es ist gut, dass ich Florina zu Hause gelassen habe. Ja, komm. Schieß doch nicht auf Eliwood hier. Der Kleine hat doch sowieso schon nichts drauf. Mann! Die stürmen alle vor, das macht mir rein gar nichts. Den letzten Indoor-Kampf habe ich ja großartig verloren. So, Bogenschütze, weggebasht. Bash! Sehr schön. Lord Markus wieder in Top-Form. Kennt nix und bläst den Typen einfach mal weg. Zack, oh ne, Goldstahlschwert mit Eisenlanze bitte! Otta! Komm doch mal. Weil es so schön war. Sehr schön. So mag ich das gerne. So, Dorcas. Bitte geh hier vor. Und du auch. So. Das Kila kann mal unseren Geschlechten Eliwood teilen oder Blinn. Ist mir egal. Hier, bing! Erkiboy, geh hier vor. Hector, geh hinter die Säule und versteck dich, wie ein feiger Hund. Matthew muss auf jeden Fall mit vor. Der muss das Schloss knacken und die anderen beiden können ruhig da stehen bleiben. Obwohl Eliwood eigentlich nicht, der müsste da hin. Okay. Mal schauen. Chancen haben sie natürlich gar keine. Nein, nein, bitte, das funktioniert doch nicht. Ein Punkt Schaden. Lächerlich. It's magic! But it won't happen! Oh. Kent, mach ihn fertig. Dafür darfst du ihn töten. Ach, bitte. Daneben, Idiot! Jetzt kommt die noch mit vor. Hm. Schwächlinge, Schwächlinge, Schwächlinge. Gut, dann Kent, schalte ihn aus. Und zack, keine Chance für den Magier. Natürlich nicht. Level up, auf Level 10. Sehr schön.
aus Wien. Schalte diesen verdammten Bogenschütz nochmal bitte aus. Zack. Und komm nochmal, weil es so schön war. Na, schade, dann nicht. Dann eben der gute... Oh. Erk. Husch. Keine Chance. Erk macht euch platt. Sehr gut. So, dann los, ja. Hier, Matthew. Muss sofort dahin. Dorcas beschützt den Eingang hier und Bartley auch. Kommt niemand raus und niemand rein. Und Markus plättet wieder mal alles. Ich glaube, den werde ich immer im Team lassen, egal weiß, was ich noch für Charaktere finde. Actor kann auch weiter mit vorne gehen. Nach vorne gehen. Priscilla heilt jetzt mal bitte den richtigen. Heilung! Lalalala. Zack! Sehr schön. Elliewood ein bisschen nach vorne und Lynn ein bisschen nach vorne. Alles klar! Kein Problem! Super einfach! Kämpfe in den Schlössern sind sowieso immer ein einfachsten. So. Dann Kent kann mal. Oh oh. Da warten. Und Matthew auch. Um an die Schätze ranzukommen. So. Da sind die Bogenschützen. Ich würde ungern mit Markus vorgehen, weil doch immer die Gefahr ist, dass ich doch vielleicht getötet werden könnte. Ich könnte gestorben werden, aber du bist zu schön, ne? Aber das wird sicher nicht passieren. Deswegen, Markus nach vorne. Und zeigt diesen Bogenschützen, was eine Lanze ist! Und epic! So mag ich das. Sehr nice. Link kann auch nochmal ein Stück vorgehen. Lord Axt ein bisschen vor. Elliewood ein kleines Stück. Und Priscilla natürlich. Alles klar. Reicht zu weit. Ach komm, das wird doch nichts. Ah, lächerlich. Du spürst meinen Speer. Beziehungsweise meine Silberlanze. Erledigt. Na, der nächste? Oh, wie süß. Auch du wirst meine Silberlanze zu schmecken bekommen. Und zwar... Okay, nur einmal. Ihr habt alle keine Chance gegen Lord... Er ist ja gleich wieder... Ach, Herr Markus. So, dann schicke ich mal Ossi nach vorne. Der mit seiner krassen Kampfpanzerung, den hält eh nichts auf. Lord Markus, greif an. Zack, ein Bogenschütze weniger. Der Rest folgt. So, dann werfe ich Erk mal nach vorne. Der kann's nämlich. Das Kieler, naja, den lasse ich lieber hier. Hector müsste auch nach vorne, weil die stehen bald auf. So, Kent. Na denn, reiß mal. Den Typ meinen. Was war das denn? Zack, so geht das. Sehr schön. Thronschlüssel erhalten, sehr schön. Ah, jetzt muss ich irgendwas weglegen, ne? Lom, 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 lom. Mine wegwerfen. Ja, komm. So. Matthew kann sich leichter nach die Schatztruhe holen. Die beiden können jetzt auch mal vorgehen. Ich glaube, dass da hinten vorne nicht mehr geschützt werden. Gut, in Ordnung. Ihr habt keine Chance. Ach komm, das ist doch Kinderkram. Das ist doch viel zu einfach. So, jetzt geht's los. Mit O's wie Angriff. Zack, sehr schön. Und nochmal? Ne, leider nicht. Dann eben Erk-Style mit Donner.
Und Baduz. Sehr nice. So, Hectorior kommt da nicht ran, schade. Aber egal, er geht trotzdem vor. Priscilla kann ja mal ein bisschen Heilung austeilen. Auf den guten Markus. Zack. Wieder voll geheilt. Der kann gleich mal den Bogenschützen vernichten. So zum Beispiel. Sehr schön. So, die anderen können nachziehen. Du auch. Lady Lindis. Und der schwache kleine Eliwood. Sehr schön. Kent kann da jetzt mal weggehen und uns nicht mal ein Heilmittel nehmen. Zip, zip, zip. Ja, das brauchen wir da nicht mehr. Matthew. Mach die Tür auf. So. Ach, wie niedlich. Versuchst du es echt? Na, süß. Das wird nichts bringen gegen Hector. Was zur Hölle? Es ist ja noch lauter als zuvor. Ist das der Misston eines Kampfes? Es muss Lady Lindis sein. Sie hat Verstärkung gefunden. Dann ist es an der Zeit. Hm? Was? Was macht ihr da? Ich ahnte schon, dass Hilfe kommen würde. Daher habe ich hier Schlüssel und Waffen verborgen. Oh, ich verstehe. Was hast du jetzt vor? Nun... Dein Meister, er hat uns verraten. Lucio, ich muss dich nun fragen, was hast du vor? Ich möchte Lord Raven aufhalten, aber dennoch, in seiner jetzigen Verfassung bezweifle ich, dass er mir Gehör schenken wird. Und daher werde ich warten, ich werde auf Lord Raven warten. Es tut mir leid, ich kann nicht kämpfen. Bitte versteh das. Das tue ich. Hier, die sind für dich. Für mich? Heilmittel und ein Buch über Lichtmagie? Du musst nicht kämpfen, aber bitte beschütze dich selbst. Ich kenne dich erst seit kurzem, aber ich betrachte dich als Freund. Ich möchte nicht deinen Tod bezeugen müssen. Danke, vielen Dank. Also gut, Jungs, öffnet diese Tür. Bei unserer Ehre als Ritter von Zaelin, wir werden den Markus retten. Lass mich dir eine Einführung in die Magie geben. Magie lässt sich in drei große Gruppen unterteilen. Anima-Magie basiert auf den Kräften der Natur. Sie beinhaltet Angriffe mit Feuer und Donner. Die Basisattacke von Licht ist Blitz, während dunkle Magie über einen Spruch namens Flachs verfügt. Jede Art von Magie verfügt über eine gewisse Affinität zu anderen Arten, ähnlich wie dem Waffendreieck. Licht ist stark gegen Dunkel, Dunkel ist stark gegen Anima und Anima ist stark gegen Licht. Dies nennt man die Dreifaltigkeit der Magie. Das bedeutet, die Lichtmagie eines Mönches ist stark gegen die dunkle Magie der Schamanen. Vergiss niemals, welche Klasse einer andere gegenüber stehen. Keine Sorge, das werde ich nicht vergessen. Lord Markus, bitte führe deinen Angriff aus. Und Epic! Sehr schön. Einfach durchbohrt. Ja. Hector muss jetzt vorgehen. Wir stehen dann nicht. Ja, wir stehen drauf. Macht aber nichts. Hector ist ja robust. So. Dann. Dorcas und Bartrin natürlich nach vorne. Ey. Was soll das? Die beiden können erstmal hinten bleiben. Obwohl Lady Lindis kann ein bisschen nach vorne. Er kann natürlich auch. Sie werden hier unten sowieso nichts abbekommen. Und fortbewegen müssen sie sich ja irgendwann mal. Kench kommt hinterher. Und Matthew öffnet erstmal die Schatztruhe hier. Moment. Truhe. Heldenzier der Halten. Sehr schön. Ist bestimmt ein gutes Schild. Ach, willst du das echt? Ein Hammer? Der gilt auch als Axt. Und nochmal. Sehr schön. Lord Hector zeigt mal wieder, was er wert ist. Und zwar sehr viel. Gut, dass wir ihn dabei haben.